Handwerk ist für mich einfach Gold, weil ich liebe das. Also ich liebe mein Holz für meine Keilrahmen ist von einer Schreinerei aus Süddeutschland, die mit super nachhaltigen Hölzern arbeiten. Super heißt noch so ein Extrasiegel obendrauf. Meine Leinwand wird in Deutschland hergestellt, ist richtig fett, richtig dick. Fantastisches Material. Die Farbe, die ich habe, ist die höchste, die teuerste Künstlerfarbe, mit der ich arbeite. Und diese Pigmente da drin, boah, das ist wahnsinnig. Und das ist alles so wertvoll. Und diese wertvolle Energie kommt dann halt in meine Bilder. Gute Pinsel, handgemachte Pinsel, das ist einfach toll. Und ich kann mir nicht vorstellen, irgendwas so Billiges zu kaufen, günstiges Material, Hauptsache günstig. Und diese Energie von diesen Produktionsprozessen käme dann auch in meine Bilder, passt nicht. So. Also ist mir unglaublich wichtig, auch bei Arbeiten, die ich sehe, dass es. Wenn das Handwerk von Wichtigkeit für diesen künstlerischen Prozess ist eines Bildes, dann muss das stimmen. Konsequenz im Handwerk, das finde ich toll. Also Handwerk ist bestimmt, also die Leute sehen, dass das, was ich mache, Qualität hat. Das ist, kann man sagen, ist vielleicht ein Teil meines Erfolges, aber würde ich so direkt nicht sagen. Es ist ein guter Nebeneffekt und etwas, was ich mir echt im Studium erarbeitet habe, durch einfach ganz, ganz viel Arbeit und Auseinandersetzung damit. Madrid war insofern eine ganz, ganz tolle Zeit, weil ich da so viel Licht hatte. Ich habe im Zentrum in der Calle Espiritu Santo gelebt, in einer WG mit zwei Franzosen und einer Spanierin, haben die ganze Zeit Spanisch gesprochen. Das war verrückt, das war schräg, das war wirklich turbulent und habe sehr viel Akt gezeichnet an der Uni, Universitat Complutense, Facultad de Bellas Artes, also Fachbereich der schönen Künste. Hatte einen tollen Professor aus Sevilla. Ja, das war einfach eine ganz wichtige Zeit, auch um rauszukommen. Und dieses Licht, bah, dieses Licht ist immer noch da. Das ist fantastisch. So, es ist eine unglaublich helle Stadt. Tolles Leben. Tolle Energie! Dann gibt es noch die Richtung New York. Weil ich viel in New York war und es so fantastisch finde, dass in einer Stadt so viel Kulturen friedlich zusammenleben. Und da ist so viel, was belebt, was inspiriert, so viel in Bewegung. Das ist einfach so fantastisch, dass ich dem irgendwie in meiner Malerei Ausdruck geben muss. Deswegen male ich auch für New York. Und man merkt vielleicht, etwas, was mich sehr bewegt, ist Energie einfach. So Energie zwischen Menschen. Energien, die in einem was auslösen, die einen bewegen, da reinzuhorchen. Das ist toll und davon landet unendlich viel in meiner Malerei. Aber die Inspiration durch Ausstellungen läuft ganz subtil. Ich kann durch eine Rothko-Ausstellung gehen und bin danach inspiriert, aber weiß überhaupt nicht, was diese Ausstellungen, diese Bilder mit meinen Bildern zu tun haben. Aber er macht wahnsinnig viel mit mir. Wenn ich diese Bilder, ich habe die jetzt in der Tate in London gesehen, wahnsinnig, wie das hängt. Und dann ganz toll, Picasso, boah, ein Handwerker für mich, aber auch jemand, der einfach ständig dabei ist, sich neu zu entwickeln, neu zu erfinden. Das finde ich toll. Das finde ich übrigens auch an Hockney toll. Peter Doig, guter Mann, tolle Sachen. Oh, Vuillard, das ist ein, ja, eigentlich Impressionist, so ein bisschen später schon. Den finde ich sowas von fantastisch. Mit dem fühle ich mich sehr, sehr verwandt. Aber es ist nicht so, dass er mich inspiriert, dass ich seine Bilder angucke und denke, oh, so möchte ich auch malen. Aber ich fühle, wenn ich die Bilder sehe, fühle ich mich einfach sehr verbunden. Ja, David Hockney habe ich gesagt, finde ich ganz toll. Rauschenberg finde ich fantastisch. Ja, das sind so die mir jetzt so einfallen.